Und er fängt an hier zu spielen, er wird immer besser. Man merkt, er kommt immer wieder da rein. Deswegen bin ich gespannt, ob das Team schlagbar ist später. So, aber hier die Chance, Belcanto und 17, haben wir auch andere Menschen? Was sind Fuego Elo gegen Bebel Campo jetzt? Fuego Elo und okay. Bebel Campo. Ja, oben steht. Zurückzukommen. Genau, oben muss noch das Layout angepasst werden. Steht, da steht's ja oben. Das müsste Doubles Ludas Feinde sein. Ja. Professional Comic. Ich war immer so konzentriert darauf, dass ich da gar nicht mehr passiert. Ich weiß gar nicht, ob die vorhin schon mal in Bracket gespielt haben. Ja, haben sie. Okay. Ja, die haben doch gegen euch gespielt. Ich meine, gegen Onishin und Safari. Ach so. Ob es dieses Match vorhin schon gab im Winners. Oder ob das jetzt... Okay. Heißt von Fuego Elo und Bebel Campo, die haben glaube ich noch nie zusammen Doubles gespielt. Deswegen. Was, ich glaube nicht. Das ist oft so hier bei den kleinen Turnieren, dann spielt man mit denen, der halt gerade Zeit hat, der frei ist. Wieder drei Stocks weg. Ja. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ja, Link hat eben einen genommen, das war sehr stock. Charge Shot auf den Teammate, aber hat sich das in Kill verwandelt. Oh! Komisch, der Footstool irgendwie. So geht's. Bild. Absolut gewollt. Oh. Ja, da hat sie ihn mit Read of the Landing. War das Down oder Front Smash? Das war Forward Smash. Forward Smash. Okay. Ja. Was ist der Unterschied von Front Smash? Also Smash sagt man eigentlich eher Forward Smash. Okay. Front Smash habe ich jetzt noch nie so gehört. Und da der Up-Smash von Inkling into Kill. War eine sehr gute Out-of-Tilt, ob sie noch mal aufpassen, ob man richtig Space bei Inkling. Diese grüne Tinte sieht so lustig aus. Er hat ja eben schon gesagt, das ist wie dieser nukleare Waste von den Simpsons. Ja, oder wie bei diesen Kids' Choice Awards, wo dieser Slime runterkam. Oder der Nickelodeon-Slime. Ja. Ja, genau den meinst. Genau. Ich liebe immer diese Trades bei Doubles und dann plötzlich zwei Offstage. Oh, es sieht aber gar nicht so gut aus für Safari und Kenichi. Ja, Safari jetzt schon langsam auf Kill-Prozent, ne? Bebel Campo ging noch bei zwei Stocks. Come on, Underdog-Story. Underdog-Story. Aber ist das, also die kämpfen auch nicht mehr so organisiert wie in den ersten Matches. Ist das, meinst du, das ist ein Stamina-Problem? Das ist auch immer die Frage, gegen bessere Gegner ist es natürlich auch schwieriger, dann konzentriert zu spielen, um diese Kombos zu bekommen. Gerade wenn man gegen Leute im Markt spielt, die wissen, wie man Doubles spielt. Aber noch nicht. Ein Stock zumindest noch. Ja, ist jetzt natürlich so, einer kann immer vorne bleiben, Dead Shredden, der andere kommt von hinten, wirft irgendwelche Sachen. Da kommt dann so eine komische Abbie aus irgendeinem Trade. Gerade für Samus, der so ein Charakter ist, der Zone will, aber Close-Up nicht so stark ist. 2 gegen 1, schwierig. Das grüne Team ist ziemlich gut im Finishen gewesen so far. Also das hast du vielleicht selbst mitbekommen. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch ein 2 gegen 1 eigentlich gegen Bebel Campo. Genau. Aber er spielt auch noch mit Inkling, so ein Charakter, der ist schwierig zu treffen und alles. Und ist, glaube ich, ein ganz guter Charakter für so 2 gegen 1. Und der Toon Link spielt, der Young Link, ich habe gesehen, dass der sehr aggressiv gespielt hat und die ganze Zeit immer so am Arsch geklebt hat. Genau. Das ist, und das finde ich, das macht die beiden sehr gefährlich. Und ich fand es schön zu sehen, wie die sich gegen euch so eingegroovt haben. Ja, man merkt es oft in Doubles, gerade bei Leuten, die nicht so oft zusammengespielt haben. Am Anfang weiß man auch nicht ganz, was der andere macht. Irgendwann merkt man so, okay, in den Situationen macht er das und dann kann ich irgendwie daraus das kommen und so. Ja. Sowas ist schon ganz cool. Belcampo, Big C oder auch einfach Bibble sind alternative Namen. Big C, okay. Big C? Das ist ein wilder Spitzname, habe ich noch nie gehört. Ich hatte gerade so einen Moment so, oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht versehentlich so ein Ligma gesagt. Wieso so Big C, die Snuts oder so eine Scheiße. Da muss man immer vorsichtig sein. Das Coffee geht auf jeden Fall ab im Chat. Okay.
Wir sind offenbar immer noch nach bei Best of Three. Zumindest laut diesem Plan da oben. Das ist auf Carlos, das ist die größte Stage im Spiel. Ich weiß nicht, ob die gebannt haben oder gesagt haben, picken Stage. Die am epischsten aussehende Pokémon League mit den wackesten Trainern. Wer ist der Champ von Carlos? Ich weiß es gar nicht mehr. Die hat diese Diana oder sowas. Ah, die hat so graue, silberne Haare, genau, oder? Genau. Stimmt, stimmt. Die hatte die Mega gerade vor. Stimmt, die war doch irgendwie so die Schülerin von Cynthia oder so im Anime. Echt? Ich glaube schon, im Anime waren die irgendwie so befreundet und deswegen hat sie auch diesen Gardevoir, dass Cynthia auch irgendwie eins hatte. Da, im Anime-Game bin ich nicht. Auch nicht so sehr. Die Frage ist jetzt, ob es hier bei unserem Real-Life-Anime Safari und Unishin haben schon einen Stock genommen auf jeden Fall. Und werden sie die Kraft haben, jetzt noch bis in ein Game 3 zu kommen? Ich werden wir wieder diese Organisation ich schon sehen. An sich kann ich mir vorstellen, Yang ist so ein Charakter, der hat nicht so ein gutes Disadvantage, deswegen, wenn man es richtig macht, gerade in so Kombos, dann kann man ihn, glaube ich, ganz gut killen und Edge kann man auch. Sehr gut. Sehr guter Punish von Pitbull. Dann hat jetzt hier auf den Edge Guard. Wird hier leider nicht. Mich schießt einfach von hinten. Das war sehr schön. Einfach beide Stocks gezogen. Und jetzt ist es halt schon 6 zu 3 Stocks. Also da brauchen die anderen auf jeden Fall ein großes Comeback. Was natürlich in Doubles aber auch immer machbar ist. Doubles kann so schnell so viel passieren. Ego Elo liebt einfach diese Young Down Air, die ist so nervig. Ja. von der wurde ich als Kind auch traumatisiert, damals noch auf Brawl und so. Ja, diese ganzen nach unten Fall Down Airs. Casual, genau. Ja. So ein Ultimate würde ich eher sagen, das ist so der Bauch von K-Rool oder generell so Konter. Ja. Oh! Sehr gesehen. Cool. Was passiert? Wie hat er ihn gekillt? Ich weiß nicht, welcher Move das war, aber es war auf jeden Fall so ein Spin-Move. Okay. Ich weiß nicht, welcher das ist. Ich glaube, ich bin da irgendwie gespielt. Ich weiß auch nicht, was für ein Spin-Move ist. Ja. Also es war sehr viel Farbe involviert. Okay. Es sah aus wie ein Spin. Aber ja, immer noch ein ziemlich großer Lead. Der Kampf war jetzt auch schon in unserem Kippen-Set. An sich müssen sie es noch safe runterspielen und sich nicht irgendwie gimpen lassen oder so. Come on. Team Grün. Anime. Oh! Ja, und jetzt haben wir eben hier ein 2 gegen 1 gegen 4 Stocks. Das ist schwierig. Das ist schon fies, dass er einfach grabbt und dann drauf schießt. So, was soll man da machen? Einfach festgehalten und draufgeschossen. Ja. Exekutiert. Also okay. Da sieht man, wenn man so ein 2 gegen 1 hat, zum Beispiel mit mir im Breakfall, wir wussten nicht so ganz, was wir machen sollen, deswegen hat es nicht so gut funktioniert, aber wenn man halt so eingespielt ist und dann so eine Strategie hat, dann gibt es halt so Strats, die halt, also grabst den halt einfach und dann schießt der andere, das kann man nicht viel gegen machen. Ich hatte ja eben gesagt, ich wünsche mir, dass die jetzt ein Comeback machen, aber das war schon ein bisschen too much. Das war schon ein ziemlicher Stop. Ich hoffe, dass das Final Game dann doch ein bisschen mehr evenly matched ist. Und ich wünsche natürlich auch den Team Grün, dass die weiterkommen, weil ja, die natürlich bisher sehr, sehr cool gespielt haben. Ja, solche Upsets sind immer cool. Mal schauen, ob jetzt eine andere Stage kommt. Ich weiß nicht, inwiefern. Carlos ist auf jeden Fall eine sehr gute Samus-Stage, für Darkbit auch ganz gut. Vielleicht hat denen das auch ein bisschen in die Karten gespielt. Was ist der Unterschied zu regulären Stages? Carlos ist halt sehr, sehr groß und nach oben sehr, sehr weit. Das heißt, so ein Youngling, der gerne mit so einem Upsmash zum Beispiel killt, braucht halt wirklich sehr lange, um so eine Samus zu killen. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auf eine kleinere Stage geben, eben weil Samus da nicht eben immer so auf Abstand bleiben kann. Wird gar nicht einheitlich auf Omega oder Battlefield Variant gespielt? Nee, es gibt eine Stage-List, da sind 9 Stages drin. Bei Counterpick ist es so, dass die Gewinner immer 3 bannen aus den restlichen 6 dürfen, Verlierer sich was aussuchen. Wir sehen es ja auch, es ist auf jeden Fall eine deutlich kleinere Stage, auch mit den Plattformen. Oh! Und wir haben ja auch wieder einen Color-Switch bei Inkling. Magenta, ich liebe es. Ja. Telekom kommt vorbei, je näher es mit der Anschluss wieder steht. So.
Der Telekom-Inkling, man kennt ihn. Hat auch so eine Kappe auf, als ob er so ein Telekom-Mitarbeiter wäre. Der möchte dir Glasfaser verkaufen. Ja. Zumindest und Magenta zu Hause. Junge, bei mir zu Hause waren die so oft an der Tür. Uff. Ja. Ich weiß noch, wie Telekom an der Tür war und mich beraten wollten, ob ich zu Telekom wechseln will. Und ich meinte, ja, ich bin schon bei Telekom. Also die sind wirklich aufdringlich. Ja, die werden hier, das ist ja eine dritte Firma, die dafür engagiert wird. Ja. Okay, aber wir jetzt zurück hier genug von Telekom. Ja. Also noch kein Stock, aber High Percentages. Oh! Außer bei Onishin, der for some reason bei 30 ist. Okay, da ist der erste Stock bei Youngling. Aber das ist noch alles offen. Das kann ja alles passieren. Ja, was auch schon im letzten Game war, Onishin bleibt so ein bisschen zurück und schießt halt seine Projektile und hatte ich das auch immer noch bei so Low Prozenten, ne? Ich glaube, es wäre hilfreich, noch ein bisschen mehr versuchen, ihn nicht diesen Platz zu lassen. Wie nennt man diesen Up-Special von Samus? Sparkle Move! Hat einen Namen. Screw Attack heißt der. Screw Attack? Ja. No, screw you! Screw Attack. Ja. Au! Oh. Was ist da passiert? Zu diesem Roller, der so eingräbt? Ja. Ja, Inkling hat diesen Roller, gräbt einen ein, dann muss man so rausmashen. Oft hat man, gerade bei Doubles nicht so Bock, dann irgendwie noch so schnell zu mashen und dann so ein einfaches Smash-Attack. Saubere Bombe von Youngling gerade, aber in die Screw Attack. Ja, Onishin immer noch auf dem ersten Stock. Wow. Und kommt und auch wieder on stage. Wow. Come on. Den Stock kriegt ihr noch. Man sieht hier jetzt auch, sie fokussen ihn richtig, sehen, okay, der ist noch bei 3 Stocks, die müssen echt langsam mal killen. Oh, aber Youngling auch schon wieder bei 130. Ja, das ist bei Youngling, wie man sieht, Double sehr Kill-Prozent. Aber hier Safari auch schon auf dem letzten Stock. Oh. Direkt der Follow-up. Mit dem Forward. Ja. Genau. Hier sieht man, die Kombos funktionieren jetzt eben auch. Okay, ja. Commentator Curse. Aber sie haben auf jeden Fall in diesem Game schon deutlich öfter funktioniert. Oh! Was ist da passiert? Increase die Farbe auf den Damage an Teammates? Ich denke schon. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht darüber, aber sollte eigentlich so sein. Eigentlich ist alles gegen Teammates gleich, wenn Teammates weg haben. Oh, und was war das? Das war eine Dash Attack. Okay. So. Youngling hier auf jeden Fall schon auf Kill-Prozent, ne? Und eben der Kampf hat auch nur einen Stock, das heißt, wenn er raus ist, dann ist er raus, kann sich kein Stock von seinem Mate nehmen. Safari hatte eben den Vorteil, Onishin hat noch 2, können sich einen nehmen. Kennst du Bukus Radio? Natürlich. Den Announcer? Ja. Wie kommt denn das? Sie heizen sich mit Drohgebärden auf. Der ist so ikonisch. Das ist mein Vorbild. Ja. Oh, Downhit up. Hier ist K-Confirm, das wusste ich nicht mal. Jetzt alle auf dem Last Dog, aber Safari natürlich auf Low-Prozenten. Also 22%. No! Kommt den Edge-Guard und jetzt ist es halt. Come on. Ja, das geht jetzt gleich schon. Wenn Bebel Campo jetzt irgendwie Onishin Kate bekommt und dann noch ein Comeback macht, aber nein. Clean, aber trotzdem, sie haben echt einen super Fight geliefert. Ja, auf jeden Fall. Also fürs erste Mal Double spielen, haben sie auf jeden Fall richtig gut abgeschlossen.